You, my friend, are all that's left of their religion. Just like me, you're the last of the Jedi religion. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Audio und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres schönen, familienfreundlichen, warmen und kuscheligen Presse- und Medienpodcast voll in die Presse. Wir sind mal wieder ins Beefhole gezogen, weil es draußen nur flüssigen Sonnenschein hat. Die Sonne scheint in Strömen und das war Herrn Sammer natürlich zu feucht, schlecht für den Rheuma. Und damit herzlich willkommen, lieber Herr Sammer, was hast du heute mitgebracht? Ja, ich habe tatsächlich, passend zu deinem Intro hier, ich hab ein bisschen was Kaltes mitgebracht. Ich erzähle euch ein bisschen was übers Erfrieren. Und später, Ben, geht's, deswegen empfehle ich auch bis zum Ende dran zu bleiben beim Quickie, geht's nach Sachsen und der Ben, er weiß es noch nicht, aber er wird sechseln. Na, alter Bübsch, da freue ich mich aber. Und damit auch herzlich willkommen, lieber Herr Prolo Ferrari. Du hast doch bestimmt auch was Leckeres im Gepäck. Ich habe was Feines dabei und zwar heute über Cyborgs und zwar aus der Sicht des Kassenpatienten. Ja, nicht ganz. Also so ein Cyborg beziehungsweise auch Leute mit Neuroimplantaten, da werde ich euch mal so einiges erklären, was da eigentlich passiert, wenn das implantierte Zeug alt wird. Die schwedische Penispumpe. Kann man sich die auch, ja gut. Also muss ich bei Austin Powers an die schwedische Penispumpe denken. Aber da kommen wir gleich auch zu. Könnte eine schöne Überleitung zwischen dem Erfrieren und dem Cyborg jetzt sein. Jetzt waren es von familienfreundlich bis Penis waren es, aber jetzt maximal anderthalb Minuten wieder. Ja, aber immerhin Penis, habe ich Schwanz gesagt. Insofern werden geht wir auch ja gut los hier. Beef Rogers. Ich wollte gerade sagen, komm auf den Hund, komm auf den Schwanz. Ne? Das, ja. Was hast du denn dabei? Schon wieder das Tablet gezückt. Ja, ich habe natürlich auch was dabei. Ich habe was Straßenbahnfahren, sogar ohne 9-Euro-Ticket und auch noch was aus der Welt der Medizin. Oh, die Welt der Medizin, das ist schön, denn da könnte ich auch nahtlos dran anknüpfen. Ich habe heute einen Bogen mit euch vor und zwar möchte ich den spannen vom Thema Vulva-Wellness, wo wir gerade schon beim Schwanz waren, bis hin zu der Ansage, warum man Strohballen im Meer versenken sollte. Also bleibt mal dran und dann lernt ihr wieder was. Interessant. Ich hab noch eine Hörernachricht hier zur letzten Sendung, die ich kurz vorlesen würde. Wir hatten ja unter anderem über die Wahlhelfer auch gesprochen und darüber, dass es ein sinnvoller Job ist, dass man da mal mitmachen sollte. Und der Ben Cartwright sagte, hier 150 Tacken gibt's. Und da hat die Regina uns geschrieben, Thema Wahlhelfer, 150 Euro, schön wär's. In Bonn gab's bzw. gibt's 40, in Köln angeblich 80. Und ja, alle müssen so lange zählen, bis alles plausibel und vom Wahlamt abgesegnet ist. Ist ja auch gut so. Also ich habe es mal überprüft, es ist tatsächlich in Bonn 40 und der Vorstand, glaube ich, irgendwie 45 Euro oder so. Meine Information kam aus dem Kreis Bergheim, also Wahlhelfer dieser Welt. Ihr solltet euch, wenn, dann in Bergheim freiwillig melden. Ja, offensichtlich haben die da ein bisschen mehr Not. Ich meine, Angebot und Nachfrage funktionieren da ja wahrscheinlich auch. Dann gab es noch einen kleinen Nachtrag zu der Leichenpuppe. Da die Umzugshelfer, die Wohnung geräumt haben und dann den toten Mann mitgenommen haben. Da sagt Regina auch noch, anscheinend weiß sie das, dass die Polizei eigentlich verpflichtet ist, bei einer Wohnungsräumung genau nachzusehen, ob eine Leiche in der Wohnung ist, weil das wohl öfter vorkommt. Also so viel von unserer Stammhörerin Regina zur letzten Sendung, beziehungsweise aber bei der Sendung war sie ja sogar live dabei. Ja, richtig. Das war ja dann nicht mehr die letzte Sendung, genau. Genau, da war sie selbst dabei und wahrscheinlich so konsterniert, wie wir alle von dieser Geschichte, dass ihr das jetzt erst im Nachhinein einfiel. Also schöne Grüße wieder an die Regina, eine unserer treuesten Hörerinnen, die wir jetzt auch schon live hier in der Sendung hatten. Und später wollen wir auch noch eine weitere Hörerin zuschalten, die uns endlich mal wieder Bier aus, ich glaube, Sachsen, das müssen wir mal klären, geschickt hat. Richtig geiles Bier, das halte ich noch ein bisschen zurück.
denn die Kollegin ist noch im Kino. Darf ich noch ein ganz kurz ein für mich loses Ende bedienen aus der letzten Sendung? Das hat mich einfach nicht losgelassen, diese Story, die der Beef Rogers hier gebracht hat mit der Religion der Jedi-Ritter in Tschechien. Da musste ich doch nochmal selber auch ein bisschen ins Internet gehen und habe vor allen Dingen mich dafür interessiert, was genau ist das eigentlich? Ist das tatsächlich irgendwie eine Religionsgemeinschaft? Und da habe ich nur gefunden zu dem Thema, erstens, das ist tatsächlich irgendwie weltweit wohl eine Bewegung, nicht nur in Tschechien. Es kommt aus dem angelsächsischen Raum wohl ursprünglich. Und in Großbritannien gab es wohl 2016 mal eine Entscheidung von was weiß ich welchem Gericht, dass der Jediismus nicht wohltätig und offiziell keine Religion ist. Also in Großbritannien haben sie das wohl entschieden. In Australien gibt es die Bewegung auch. Da haben wohl hat wohl irgendeine Atheistenbewegung mal darum gebeten, bei entsprechenden Umfragen, die es da wohl auch gibt, nach Möglichkeit nicht für die Jedi-Ritter irgendwie das Kreuz aus Spaß anzugeben, weil die Angst hatten, dass dann Australien viel religiöser aussieht, als es eigentlich ist. Also es ist wohl tatsächlich eine Geschichte, die nicht nur in Tschechien da eine Rolle spielt. Und ich habe nochmal dann auch eine Stelle gefunden. Es gibt eine Fanpage wohl auch. Und die beschreiben da sich als so, was das Inhaltliche angeht, ja, die Macht, der sie dienen, als allgegenwärtige karmische Energie, und ihre Aufgabe ist es, in ihrem Umfeld für Frieden und Harmonie zu sorgen. Das hätte man sich noch so denken können. Was ich aber interessant fand, es gibt auch eine Bewegung, die den Sith, der dunklen Seite der Macht, sich verbunden fühlen. Die gibt es tatsächlich dann auch in Tschechien. Allerdings fühlen sich der nur 516 Personen zugehörig. Doch, so viele. Tschechien fand ich halt noch so spannend, weil das ja nur schon auch ja eher einen relativ großen Anteil halt hat. Das war eigentlich so die nette Geschichte dahinter. Genau. So. Ja. Nicht nur eine Splittergruppe wie Katholizismus oder evangelische Christen. Eine richtige Religion halt. Okay, ja, so viel zum Heißmachen unserer Fans. Und jetzt müssen wir liefern, Leute. Jetzt müssen wir liefern. Also bei dem Erkältungsding vom Sommer, da erwarte ich einen Erfahrungsbericht von ihm, von unserem letzten Podcast aus dem Bus. Aber vielleicht bei der Erkältung, da hast du irgendwas falsch verstanden. Erfrieren. Ja, ist bei so. Dem Erfrierthema, das kann ja nur von dir kommen. Aber schauen bevor wir hier die Stimmung runterkühlen, weiß ich, der Cyborg könnte ja auch ganz geil sein. Ich kann gerne mit dem Cyborg anfangen, dann muss ich aber mal kurz umblättern. Es ist nämlich so, der Cyborg, das fängt ja harmlos an, ja, ich sag mal mit so einem Cochlea-Implantat für Gehörlose oder gehörmäßig Eingeschränkte, bis hin zu tatsächlich schon länger existierenden bionischen Augenimplantaten. Und da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die euch nachdenklich machen sollte. Muss ich das Wort Cyborg eigentlich irgendwie zuordnen können? Ja. Ich kann es nicht. Ja, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Keine Science-Fiction-Filme geguckt? Nein, also Cyborg heißt letztendlich so Mensch-Maschine, also letztlich ein Mensch mit Maschinenimplantaten oder Cyber-Implantaten, wie der Cyberminister zu sagen liegt. Also letztendlich um irgendwas Elektronisches aufgebohrt. Aber jetzt nicht jeder mit einem Herzschrittmacher ist direkt ein Cyborg. Also da würde ich schon noch eine Grenze ziehen. Das ist tatsächlich Interpretationssache. Ich werde euch, glaube ich, aber auch schon mal vorab sagen, es gibt tatsächlich, das ist ein längeres Stück, was ich hier gleich lang und breit treten werde, es gibt tatsächlich den Verein Cyborgs. Und dazu komme ich aber noch, denn es ist nämlich so, die gute Barbara Campbell, die sehbehindert war und nach wie vor leider ist, die lief nämlich schon vor einigen Jahren, 2013, lief sie durch die New Yorker U-Bahn-Station, als plötzlich ihr schwarz vor Augen wurde, weil nämlich ihr seit immerhin 4 Jahren bestehendes Hightech-Implantat im linken Auge kaputt ging. Ja, sie war in ihren 30ern erblindet
und hatte dann irgendwann so ein Augenimplantat, was so einigermaßen so ein bisschen verpixelt hier so zwischen hell und dunkel ermöglicht zu unterscheiden. Also gar nicht so schlecht. Und das war ein Problem, weil das Teil war einerseits kaputt, andererseits ging aber die Firma, die das Ganze entwickelt und ja auch für sehr viel Geld eingepflanzt hatte, den Bach runter. Also zuerst mal ließ sich ihr Implantat nicht mehr reparieren und sie hat es halt leider bis heute möglicherweise oder jedenfalls danach immer noch im Auge. Und deswegen möchte ich euch mal mit der Frage konfrontieren, ja Cyborg, ne, wir erinnern uns, das Zeug hält nämlich auch nicht ewig. Und tatsächlich war es so, dass der Entwickler dieses Implantats dummerweise irgendwann pleite gegangen ist und die Nachfolgefirma, die dann gegründet wurde mit einem Nachfolgeprodukt auch, ja, weder kompetent noch zuständig sich fühlte für den Support dieses Implantats. Und ein anderer Träger, der Niederländer Jeroen Perk, der mit 19 erblindet war und auch 2013 einer der jüngsten Patienten war, die so ein Gerät, das übrigens Argus 2 hieß oder heißt, erhielten. Ja, der hofft jetzt, dass ihm das Teil nicht kaputt geht. Also vor 2 Jahren war ihm noch seine Grafikeinheit zerbrochen, dummerweise. Da hat er aber glücklicherweise jemanden gefunden, der das Gerät nicht mehr nutzte, hat das dann so general überholt wieder reinbekommen. Und lässt sich zitieren mit, es ist eine fantastische Technologie, aber ein lausiges Unternehmen. Hm. So, und jetzt sitzen die Leute da, die Firma ist pleite und da sitzen, ja. Ist und haben Elektroschrott im Auge. Quasi, ja, oder beziehungsweise haben eben noch keinen Schrott im Auge, aber wenn das Teil kaputt geht, ist halt abzusehen, dass sich da keiner mehr um die Reparatur kümmern kann. Und ja, die Support-Hotline ist irgendwann auch ja, eingestellt worden. Und einer von den Trägern musste irgendwie mal in den MRT und ja, die Hotline angerufen, was man da beachten soll. Gab keine Hotline mehr und Scheiße. Natürlich ärgerlich. Und tatsächlich hat sich der Autor von der mir gerne genutzten Seite heise.de mal so damit beschäftigt, wie ist denn das hier eigentlich, wenn einem so eine Schnittstelle kaputt geht, wie ist denn das überhaupt gedacht? Mittlerweile gibt es ja auch Neuroimplantate tatsächlich, die sich direkt mit Nerven im Gehirn verbinden. Das ist ja alles nicht so schön. Und tatsächlich, ich stelle euch vor, das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer, ja, kannte ich bis vor kurzem auch noch nicht. Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung? Ja. Wie heißt das? Der Name schon widersprochen. Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, das FAX. Nein, war Spaß. Die gehen solchen Fragen nach. Was ist eigentlich mit Produkten, die implantiert sind? Weil erstens ist es mit dem Widerrufsrecht schwierig und der Rückgabe. Und tatsächlich ist das Ganze auch noch von ja, einer undurchsichtigen Zuständigkeitslage geprägt. Also letztendlich sind Implantate halt Medizinprodukte, dafür gelten Regeln. Dann gibt es aber halt den Hersteller, es gibt Zwischenhändler, die Ärzte gibt es, die Krankenkassen natürlich, der TÜV prüft auch und am Ende gibt es einen Haufen Vorschriften, Haftungsbeziehungen und da kann man echt nur hoffen, dass eben die Sache nicht kaputt geht. Ersatzteile, Updates ist ja auch ein Thema, Sicherheitsupdates vor allem. Ja, plötzlich. Ich stell mir das so vor, du hast da so ein Ding im Auge, dann macht das so Windows-mäßig Bong und dann kommt immer diese Fehlermeldung. Bong. Ja, oder der Nachbar guckt zu. Ja, aber das ist doch in seinem Fernseher. Aber das ist doch tatsächlich ein Riesenproblem, wenn du dir überlegst, dass du irgendwie mit deinem Rechner oder Laptop oder Handy völlig aufgeschmissen bist, wenn du irgendwelche Updates nicht gezogen hast und dass es ja auch irgendwie immer mal vorkommt, dass du diverse Geräte austauschen musst, weil die von ihrer, was weiß ich, Leistungsfähigkeit oder sonst wie bestimmte Updates gar nicht mehr ja, runterladen können. Mhm. Also ich habe schon Leute gekannt, die haben sich ein neues Handy gekauft, weil sie irgendeine App nicht mehr nutzen konnten in der neuesten Version. Nicht so schlimm, wenn es nur ein Handy ist, aber wenn du irgendwie sowas sozusagen im Auge hast, ist schon scheiße. Ja, ich meine, das Handy ist ja schnell neu gekauft. Das fängt ja mit dem Auto an, ja. Wenn man so ein Auto vielleicht auch mal mehr als 2 Jahre lang fährt, weiß ich nicht, so ein Navi von vor 10 Jahren ist halt auch eher so ein bisschen als Krücke vielleicht im Vergleich zum modernen Handy. Und deswegen nochmal zum Vorsitzenden des Vereins Cyborgs. Der hat sich nämlich auch nochmal zu geplanter Obsoleszenz ausgelassen. Ja, das kennt man ja von seinem Drucker. Nach 2 Jahren ist das Ding im Eimer, obwohl du vielleicht in der Zeit nur 50 Seiten gedruckt hast.
Und also er sieht das erstmal so als Massenphänomen erstmal nicht. Ja, so ein Smartphone oder irgendwelche Uhren und Gedöns sind halt letztendlich vorteilhafter aus seiner Sicht, weil die kann man eben austauschen. Und das, was du dir halt auch ins Gehirn beamen lässt, ist vielleicht tatsächlich am Handgelenk praktischer. Er selber hat so ein Cochlea-Implantat und geht jetzt erstmal davon aus, in guter Hoffnung, dass sich da, weil es halt auch von den Kassen bezahlt wird, im Falle einer Pleite tatsächlich einen Konkurrent findet, der dann die Sachen aufkauft und weiter betreibt. Ja, tatsächlich sind die Dinge aber auch noch inkompatibel. Das heißt, du kannst dann nicht irgendwie, wenn dir das Gerät hops geht, irgendwo anders Support oder Ersatzteile holen. Könntest du es denn komplett austauschen? Oder ist das so ein, ist halt so ein Ding, was man nur einmal machen kann? Ja gut, ich kenne mich jetzt speziell mit diesen Geräten nicht aus, aber im Zweifel musst du halt dann nochmal eine OP über dich ergehen lassen. Klar. Das ist ja natürlich kein Spaß. Auch wenn er sagt, also diese Implantate jetzt, die halten wohl durchaus, also der innere Teil hält schon paar Jahrzehnte, da muss man jetzt, wenn man Glück hat, gar nicht oder vielleicht einmal sich so ein Ding austauschen lassen. Wollte gerade sagen. Aber bei diesen neumodischen Dingen hier mit diesem künstlichen Auge, wenn man so will, oder diesem Augenimplantat, das ist halt kein Spaß. Deswegen Augen auf beim Implantatekauf. Und also das ist, das ist echt ein interessantes Thema. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und da kann man sich doch schon wieder irgendwelche Zukunftsfilme vorstellen. Also das ist ja jetzt vielleicht nur der Anfang einer Entwicklung. Ja. Aber vielleicht, weiß nicht, rennen künftig, ja, also in 100, 200, 300, 400 Jahren, weitaus mehr Menschen mit irgendwelchen Elektrobauteilen im Kopf durch die Gegend und bleiben plötzlich mitten in der Straße stehen, weil irgendwie ein Update gerade gebraucht wird, was irgendwie nicht zugänglich ist. Ich hätte ein super Implantat für dich. Ja. Du solltest dir so eine elektrische Heizdecke implantieren lassen. Da kannst du immer so auf den Knopf, kannst dann so ein Rädchen immer so unter der Haut so eine gewisse wohlige Wärme erzeugen. Das wäre doch eigentlich dein Implantat. Nee, auch nicht schlecht. Also ich hab eure wohlige Wärme. Also insofern, ich, also das ja, falls wir mal nicht da sind. Du kannst ja auch eine Funktionsjacke anziehen und reinfurzen. Ihr habt auch. Okay. Man gibt das viele gute Vorschläge. Ja, tolle Idee. Ich dachte, mein Scherz war schon scheiße. Der Lage jegliches Niveau jederzeit herrlich zu unterbieten. Ja, ich meine, man muss aber auch sehen, der Prolo hat jetzt wahrscheinlich so ungefähr 532 Worte in relativ kurzer Zeit gesagt. Und die waren alle relativ seriös. Und das war jetzt dran. Also muss irgendwo raus. Zum Thema Update, das ist wahrscheinlich auch so eine Art Programm bei ihm, was da abläuft. Das war jetzt einfach dran. Da war wieder das Windows. Bong. Ja. Ja, aber es ist natürlich schon, also jetzt wo man den Versuch zu wagen, wieder in die Seriosität zurückzukommen, also ist natürlich schon, glaube ich, ein schwieriges Thema, sowas abzusichern halt. Also gerade wenn dann jetzt eben Privatfirmen, die da in der Entwicklung drin sind, dann irgendwie pleite machen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, so ähnlich wie das bei, weiß nicht, ob es hier am Tisch welche gibt, die davon mehr Ahnung haben als ich, aber so bei die Absicherung bei Banken, Sparkassen etc. Da gibt es ja auch im Prinzip so eine Art gegenseitige Absicherung, dass wenn jetzt eine Bank aus irgendwelchen Gründen pleite machen sollte, dass zumindest dann für die Einlagen der Sparer etc. dann halt keine größere Rolle spielt. Und hier könnte ich mir sowas auch vorstellen, dann koordiniert, ich sag's jetzt mal durch Krankenkassen oder wen auch immer, um da einfach so ein bisschen so eine Absicherung zu gewährleisten, dass da zumindest mal eben nicht sofort das Licht ausgeht, da jetzt bei den Augenimplantaten, sondern dass man da zumindest noch eine Übergangsphase oder eine Lösung finden kann. Also sowas könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie ein Interesse besteht, das anzugehen. Also die Notlösung tatsächlich, wenn der Hersteller pleite ist und dir das Teil wenigstens rauszuholen, das zahlen tatsächlich die Krankenkassen. Ich bin ja eingestiegen mit der Ankündigung der Cyborg als Kassenpatient. Das wollen wir auch noch mal halten. Ja, und stimmt. Tatsächlich, ja, die Kasse zahlt am Ende dann doch. Es gibt eine schicke Medizinprodukteverordnung. Also Regeln gibt es, nur, ja, wie das so ist mit den Regeln. Ja, wie das so ist mit den Borgs, ne? Die waren doch auch irgendwie beim Raumschiff Enterprise, glaube ich, unterwegs. Das waren die normalen Borg. Das waren die Borg, eine Cyborg. Ja. Das war eine Verleihanstalt. Ja, die haben ja auch zentrale Updates dann. Ja. Quader. Ja, ich meine, dass man da so vielleicht, wird man ja auch in der Zukunft dann tatsächlich so per Fernbedienung einfach ausgestellt werden können.
Ja, oder das, wenn du deine monatliche Gebühr nicht bezahlst, dann. Ja. Ne, oder halt nach spezifischen, wie soll ich sagen, Qualitäten vielleicht hochgezüchtet. Also ich sage jetzt mal, jemand, der extrem gut sehen muss, dass der vielleicht so eine Art künstlichen Weitblick, also dass man einfach die Möglichkeiten einfach nochmal ein bisschen überhöht. Also das könnte ich mir eher vorstellen, dass man in die Richtung nochmal geht. Der kriegt dann nicht wie der Kassenpatient den Argus 2, sondern den Argus 2000. 2000, genau. Und da kann er aber nochmal was weiß ich, zwei Horizonte weiter gucken. Also sowas könnte ich mir halt vorstellen, dass das in die Richtung auch geht, weil in dem Moment, wo Geld mit sowas verdient werden kann, kann man natürlich auch, wie soll ich sagen, Begehrlichkeiten wecken. Also das, wer möchte das nicht, der sagt, also ich möchte nicht nur 100 Meter weit sehen, ich möchte halt 500 Meter weit sehen. Manche müssen das ja auch, das ist ja vielleicht, also ich könnte mir schon vorstellen, diese Richtung zu gehen. Wenn du von Berufs-Sniper bist oder so? Ja, oder Leute, die, keine Ahnung, im Sport, dass man dann irgendwie da auch ein bisschen aufdrehen kann, dass man dann doch noch schneller läuft und die 100 Meter vielleicht dann doch mal unter 8 Sekunden läuft, was ja jetzt noch weit jenseits der Möglichkeiten ist mit, wo ist der aktuelle Weltrekord, 9, irgendwas? Keine Ahnung. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt nicht so der Sportzuschauer, aber ich meine, bei den Paralympics wird das tatsächlich, nee, die heißen jetzt anders, oder? Nee, die heißen noch so. Okay, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das ist tatsächlich ein Thema, weil teilweise die Prothesen mittlerweile besser sind als die Originalläufer zum Beispiel. Das gab es ja schon mal das Thema. Es gibt da die Diskussion, dass da Menschen mit den entsprechenden Hilfsmitteln, also Prothese oder sonst was, ganz gern auch bei den Nichtbehinderten mitlaufen würden. Und das ist aber bisher, soweit ich das weiß, abgelehnt worden, weil die irgendwie. Es gab ja mal diesen südafrikanischen Läufer, der da dann nur tatsächlich in einem anderen Zusammenhang tatsächlich seine Frau oder Freundin irgendwie erschossen oder aus Versehen erschossen hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was die wie die juristische Aufarbeitung ausgegangen ist. Die haben aber den verknackt. Keine Ahnung. Also wenn du es sagst, dann ist es so. Aber wie gesagt, der war ja im Prinzip durch die Hochwertigkeit der Prothesen, der hätte ja zumindest mal mitlaufen können bei den nicht behinderten Läufern und hätte auch Chance gehabt. Also insofern. Und wollte sich auch reinklagen in die normalen Wettbewerbe. Genau. Ja. Wie hieß der denn noch? Die Geschichte ist ja echt sehr um die Welt gegangen mit seiner Frau. Liefern wir nach, würde ich sagen. Ja. Bitte schauen Sie unter Ihrem Dings. Ich habe übrigens neben Cyber zum Cider, habe ich euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Cyber zum Cider. Wer Lust hat, ihr seid eher so alle die Biertrinker. Schönes kleines Schlückchen für zwischendurch, dass uns die Kehlen nicht trocken werden. Leffe. Da kann ich ja mal weitermachen. Mach mal nur so ein Schlückchen, ich stelle dir gleich die Flasche direkt ans Kinn. Strohhalm. Da kann ich ja mal weitermachen. Also 9-Euro-Ticket ist ja im Moment in aller Munde quasi oder in fast aller Taschen auch. Und witzigerweise ist ja auch schon der Vorverkauf wie irre wohl gestartet, was ich so ein bisschen bizarr finde, weil man kann das ja als Online-Ticket kaufen. Also ich weiß jetzt gar nicht, die Dinger sind ja nicht begrenzt. Also irgendwie weiß gar nicht, warum man da im Vorverkauf irgendwie gehen muss. Aber man muss eigentlich alles verstehen. Hier haben es allerdings in Braunschweig, haben zwei junge Männer das nochmal besser gemacht. Die haben tatsächlich noch einen Weg gefunden, wie man auch ohne 9-Euro-Ticket den ÖPNV nutzen kann. Irgendeine Idee? Schwarzfahren? Also oder legal. Du musst dazu sagen, wahrscheinlich legal. Oder legal, weiß ich, wenn ich jetzt nicht ganz. Also ohne 9-Euro-Ticket den ÖPNV nutzen. Genau, also normales ohne Ticket. Mit dem regulären oder Lokführer werden. Auch schön, ja. So ähnlich. Die haben einfach eine Straßenbahn gestohlen aus dem Depot. und sind mit der losgefahren. Das fand ich ganz spannend. Also die haben Donnerstagmorgens die Bahn aus einem Depot der Braunschweiger Verkehrsbetriebe, ich weiß nicht, ob die jetzt so heißen, aber ich vermute es mal, entwendet und sind dann munter losgefahren. Und dann, da das dann auch wohl so automatische Weichenstellung, sind sie dann, wie das hier steht, auch von, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt in Braunschweig nicht besonders aus, aber seien sie zunächst in die Weststadt gefahren, von da zurück in die Innenstadt und so weiter, haben auch an der Haltestelle Rathaus zwei Fahrgäste mitgenommen. Also den Scherz haben sie dann auch noch gegönnt. Das ist doch fair. Genau, und eine Haltestelle später hätten sie dann aber stoppen müssen, weil ihnen ein Wartungsfahrzeug entgegengekommen sei. Und dann sind sie quasi abgehauen und stiften gegangen, eher klassisch, also sprich gelaufen. Und sind dann aber in der Nähe der Haltestelle festgenommen worden und im Nachhinein hat sich aber rausgestellt, also sie waren weder unter Alkohol noch unter Drogen. Das heißt, sie haben einfach gedacht, das wäre mal eine super Idee. Wir wollen mal Straßenbahn fahren. Woher konnten die das? Computer? Oder hatten die das irgendwie vorher geübt? Das habe ich mich auch gefragt. Das ist allerdings, wird hier nicht weiter erwähnt.
Es wird noch darauf hingewiesen, es gab schon mal einen ähnlichen Vorfall in Bremen, wo auch zwei Teenager, ein 18- und ein 13-Jähriger, eine Straßenbahn gekapert haben und dann auch durch die Stadt gefahren sind. Da haben sie sich an der Endhaltestelle quasi. Also ich glaube, ich bin jetzt ja auch schon oft Straßenbahn mitgefahren, ich glaube, so fürchterlich kompliziert ist das gar nicht. Also ich, die große Kunst, also was ich als erstaunlich finde, A, ins Depot reinkommen und B, dann da rausfahren, ohne dass das irgendwie jemand merkt. Ich meine, es ist ja kein Fahrrad, es ist eine Straßenbahn. Also es ist schon irgendwie, normalerweise fällt es auf, hätte ich jetzt gesagt. Das hat mich so ein bisschen verwundert bei der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, auch die Huspe da, dann, die dann auch zwei Fahrgäste einsteigen zu lassen, das finde ich schon sehr geil eigentlich. Ich finde es auch geil und frage mich, zumindest ein paar Stylepunkte. Und frage mich gerade so ein bisschen nach den juristischen Konsequenzen, weil es ist ja weder Diebstahl, noch Unterschlagung eigentlich. Das ist doch ganz klar, eine Bahn hat 200 Plätze, 200 mal 60 Euro ist die Strafe. Du kannst sie doch eigentlich nicht ernsthaft wegnehmen, weil sie bleibt immer in den Schienen. Also du kannst dir nicht wirklich aneignen, also wegnehmen vielleicht schon, aber also das ist höchstens irgendwie ein Eingriff in den Straßenverkehr gefährlich, ja, oder sonst was. Auch, also es ist, die Polizei ermittelt nun wegen Störung öffentlicher Betriebe, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ja, okay, gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Hausfriedensbruch. Ja, okay. Verletzt wurde übrigens auch bei der Fahrt niemand und die Bahn wurde auch nicht beschädigt. Also insofern ist da nichts gewesen quasi außer dem, wie soll ich sagen, hat man sicherlich den Enkeln was zu erzählen später. Jetzt sag aber bitte, dass das keine bescheuerten YouTuber oder Instagrammer waren. Die haben das einfach nur aus Fun gemacht. Nee, das ist so ein TikTok-Trend. Ich habe jetzt noch ja, genau, Stand wenn auf drei Straßenbahn. Jetzt kommt das Ganze auch noch gestreamt bei TikTok, ja, dann kotze ich hier im Quadrat. Nein, also weil bis hier ist die Story zwar natürlich illegal, aber irgendwie ganz geil. Also ich habe es tatsächlich jetzt aus dem Spiegel. Also insofern ist das jetzt und hier steht auch nichts, dass das irgendwelche YouTuber wären oder dass die sich dabei irgendwie gefilmt hätten oder so. Das wird jetzt hier im Artikel nicht erwähnt. Ich habe jetzt aber auch nicht explizit dann bei YouTube nochmal irgendwelchen Videos gesucht, wo dann Selbsterfahrung, als ich die Straßenbahn fuhr. Google mal, Resi, hol die mit der S-Bahn ab. Ja, aber das ist ja dann eigentlich schon mal für später. Können wir das rausschneiden? Das war nicht schlecht. Wenn die sich mal irgendwie interessieren für einen Beruf als Straßenbahnfahrer oder Lokführer, ist ja eigentlich gar nicht schlecht fürs Bewerbungsschreiben. Was? Können Sie schon mal, ja, haben Sie schon mal nachgewiesen, dass Sie sich irgendwie auskennen. Erfahrung haben, ne? Also ja. Berufserfahrung. Ja, Berufserfahrung, genau. Ja, ist doch super. Du suchst doch immer ganz junge Leute, die aber schon ganz viel Erfahrung haben. Also. Ja, also insofern, dann sollten Sie sich mal bei den Braunschweiger Stadtwerken oder Verkehrsbetrieben ja, bewerben. Tja. Ja, der Sammer guckt mich so erwartungsvoll an. Was willst du hören? Willst du das Thema Vulva-Wellness erläutert bekommen oder lieber die Geschichte, warum man Strohballen ins Meer schmeißen sollte? Vulva-Wellness hat was mit VW zu tun? Wegen der Initialen? VW. Nee, tatsächlich. Also ich kann mich kaum entscheiden, Ben. Ich nehme das Dritte. Okay, Vagina. Dann frage ich euch mal, was ist eigentlich der Unterschied, das habe ich mich nämlich ernsthaft gefragt, zwischen Vulva und Vagina? Das ist so anlässlich dieses Artikels, den ich da hatte. Wieso haben wir eigentlich jetzt das zweite Mal in Folge ein Vagina-Thema hier? Weil wir jetzt auch ein Frauen-Podcast sind und nicht immer nur Schwanz, Peniskäfig, sondern auch mal diese Frauenthemen hier bedienen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Konzept 100% durchdacht ist. Aber an sich auch keine schlechte Idee. Ja, also ich finde es ja eigentlich ganz gut. Ich meine, dat Frau Witzke hatte hier ja auch so ein paar Frauenthemen mitgebracht mit Gala und Co. Ja, mach mal. Ja, ich habe euch ja was gefragt. Was ist der Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Erstmal. Ich wusste es nicht. Ich oute mich. Ich auch nicht. I don't know. Ich sage dazu nichts. Ja. Also ich hab mich da eingelesen und das können wir auch verlinken. Die Vulva ist der sichtbare Teil des weiblichen Geschlechtsorgans, also alles das, was du so außenrum siehst, während die Vagina eigentlich streng genommen nur die Verbindung zu der quasi innerliegenden Gebärmutter und so weiter, Gebärmutterhals ist, dieses Schlauchartige. Also, okay, ja, das ist der Gynäkologe in dir. Ja, klar. Deswegen gibt's sozusagen auch ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es gibt sozusagen eine Bewegung in der bei uns, in unseren Frauenkreisen, dass man halt auch nicht mehr von Vagina spricht, sondern von der Vulva spricht, weil das ist es ja eigentlich. Und passend dazu schreibt die Berliner Zeitung,
gibt es eben auch einen Trend. Und das ist der Trend der Vulva Wellness. Was kann das denn dann sein? Also jetzt nicht irgendwas Versautes oder so hier. Diddle daddle. Ist das so ein bisschen was wie Poloch, so ein. Ja, das was geht wir ja schon mal hatten. Geht so in die Richtung. Tatsächlich. Wobei ich nicht weiß, hier steht nichts von Sonnen. Aber es gibt. Du erwischst uns hier auf jeden Fall hier mit hochroten Köpfen, wie so Schuljungen, ersten Mal hier. Man sollte das mal sehen, die drei roten Birnen. Geschlechtsverkehr. Wie kann man sich denn auch das Thema Wellness da vorstellen? Also Wellness, gehen wir mal weg von dem Thema Vulva. Wellness hängt für mich immer sehr viel mit Wärme, Wohlfühl, Atmosphäre und ja, ne, also. Und Pflege. Pflege zusammen, ja. Und weiß der Teufel vielleicht. So Gurkenmaske. Ja, das geht doch gar nicht schlecht. Was macht man denn beim Wellness? Ja, also wenn du jetzt sagst, wir machen so einen Wellness-Tag, so, dann nimmst du doch Bier und Grillen? Wir als Frauen, wir machen ja Bier und Grillen. Scheiße, ich kann das einfach nicht. Aber sozusagen, wenn wir jetzt nicht so testosteronverseuchte Frauen wären wie wir, dann würden wir ja Gurkenmasken machen, Hugo. Wir würden Peelings machen, wir würden Cremes auftragen und so weiter ätherische und so fort. Öle. Ätherische, ja, richtig. Massagen. Und all das gibt es jetzt speziell auch für die Vulva. Das ist der Beauty-Trend, schreibt die Frauenzeitschrift L, die hier die Berliner Zeitung zitiert. Allerdings sind die Ärzte angesichts dieses Hypes sehr alarmiert. Und wir machen ja hier nicht so Trendverstärker. Wir warnen ja. Wir warnen ja vor den Auswirkungen, so wie die Kacke mit den explodierenden Klos, wo sie da den ganzen, wir sind ja gegen diese Trends oder Fahrräder kaputt machen. Und also so. Du bist jetzt eher so der Sprecher der Gynäkologen. Ja, zum Beispiel. Ich mache mich mit denen schon gemein, wenn es mir um dieses sehr wichtige Thema Vulva, Wellness geht, dass man da keine Fehler begeht, weil wir haben ja gelernt, wir haben viele weibliche Zuhörerinnen und die muss man jetzt einfach auch mal erreichen und ansprechen. Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ja, Schlauschwätzen haben, gibt es auch männliche Zuhörerinnen? Ja, sicher. Das ist ja alles im Fluss. Ach, mich zum Beispiel. Vulva Wellness ist halt der Trend, aber der ist gefährlich, weil viele dieser Beauty-Produkte, die dann auch wohlriechende Gerüche produzieren sollen, halt gar nichts Gutes mit der ganzen Schleimhaut machen. Das sind ja auch Bakterien, die da tatsächlich, ist jetzt kein Scherz, wissen wir ja alle, das ist ja ein Organismus und da kannst du sehr viel kaputt machen. Kannst du auch, genauso wenn du dir die Cremes in die Schnauze machst, dann kann das ja auch zu ganz schlechten Hautreaktionen führen und das ist ja nochmal sensibler, dieser Bereich. Und deswegen, Frauen, macht nicht mit bei Hashtag Vulva Wellness oder wenn, dann macht es nicht mit irgendwelchen industriellen Cremes und Peelings. Ich stelle mir das vor allem vor, wer peelt sich die Vulva? Das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das so ein Lustgewinn, aber ich will mir nicht. Die Leitungen sind jetzt offen, bitte rufen Sie an. Also wir hätten wieder so ein klassischer Thema, wenn es jetzt um den Penis ginge, dann würde im Titel stehen Penispeeling oder irgendwie sowas. Ja? Jetzt haben wir Vulva Wellness, das muss auf jeden Fall in den Titel, weil das ist ja ein Trend, aber wir wollen warnen. Vulva Wellness Warnung geht raus und damit. Aber ist das jetzt nur, ist das jetzt nur erstmal nur so eine theoretische Warnung oder stecken Nein. da auch tatsächlich schon Erfahrungsberichte hinter? Ja, die Fotos erspare ich dir jetzt hier. Aber empfohlen wird jedenfalls, dass Frauen ihren Intimbereich am besten nur mit warmem Wasser waschen und sonst ja nichts. Also keine Masken, Cremes, Peelings das, und so weiter. Aber ich meine, du hast das ja eben auch im Nebensatz ja gesagt. Also das ist ja genauso wie mit dem ganzen anderen Schlampes, den man bei irgendwelchen Drogeriehändlern oder sonstigen Anbietern kaufen kann und den man sich sonst wohin schmieren kann, von der Füße bis an ins Gesicht. Das Allermeiste ist halt im Prinzip nur gut für den Hersteller und den Verkäufer, aber nicht für den Nutzer, weil das ist ja der Quark bei diesen Dingen. Also diese tausenderlei Tinkturen, Sälbchen und Tralala, die sind im Großen und Ganzen alle, ich sag's jetzt nicht für den Arsch, weil das wäre wieder, könnte man auch missverstehen, aber es ist ein anderer Trend. Ja, wenn du Glück hast, wirkungslos. Wenn du Glück hast, wirkungslos. Und wenn du Pech hast, eher
schädlich. Und das ist so ein Irrsinn. Und ich denke auch, es gab ja wahrscheinlich bisher auch nicht wirklich das Bedürfnis danach. Also ich bezweifle, dass die Frauen dieser Welt nur auf dieses Thema gewartet haben, sondern es ist wahrscheinlich so, wie es heutzutage immer ist, man schafft ein Bedürfnis, das gar nicht existiert hat bisher. Da könnte man jetzt wieder sagen, das ist dann so, auch wieder, da sind wir wieder bei deinem Thema, Ben, das ist wieder der Fluch der Influencer, so aller Bibis Beauty Palace und so ein Scheißdreck, also die ja da irgendwie, das ist jetzt hier Willis Vulva Palace, also keine Ahnung, aber das ist im Prinzip ein Pferdefanz. Pelz. Ja. Nee, also hier, guck mal, ich zeige euch das mal, das ist ein Instagram, was hier eigentlich, es gibt spezielle Wannen, die kannst du so auf die Toilette drauflegen und dann kannst du deine Vulva da in so einem Kram baden, ja, sowas. Und deswegen muss ich jetzt einfach auch nochmal. Wenn dir das Bidet zu hart ist oder was? Ja, die Dr. Uta Schlossberger, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Intimchirurgie, zitieren, die sagt, der weibliche Intimbereich ist sehr empfindlich und leicht reizbar. Also nicht nur durch uns Herren hier, sondern auch durch solche Sachen. Hier mit verschiedenen Produkten zu hantieren, die möglicherweise Duftstoffe, Konservierungsmittel und Farbstoffe enthalten, kann die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht bringen und ihre natürliche Abwehr gegen krankmachende Erreger schwächen. Die Folge, und danach hattest du gefragt, lieber Sammer, solcher Pflegemaßnahmen seien nicht selten Rötungen, Schwellungen, Juckreiz, Trockenheit und Infektion. Und das ist ja nun wirklich nichts, was du da irgendwie haben willst. Also insofern Augen auf beim Vulva-Wannenkauf. Also so eine Peniswanne, ob man sich da auch so schön das Gehänge reinhängt. Das ist ja die Thermoskanne klassischerweise. Ach so, ja gut. Mit Hackfleisch. Alles andere brennt im Fernfahrerbereich. Ja. Also insofern müssen wir vielleicht jetzt nicht weiterverfolgen. Und boah, Leute, ey. Geben dem Herrn Sammer mal die Gelegenheit, das Niveau wieder zu glänzen, zu katapultieren. Boah, ja, ich wollte ja was über Kälte erzählen. Mir ist irgendwie jetzt hier so ein bisschen warm geworden, muss ich sagen, bei dem Thema von Ben Cartwright. Okay, ja? Vom Dr. Cartwright. Thema Erfrieren. Was wisst ihr so übers Erfrieren? Dass einem, wenn es zu spät ist, Essen noch mal warm wird und dann ist vorbei. Sag das noch mal bitte. Dass einem kurz bevor es ganz aus ist, wird dir noch mal warm und dann ist es vorbei. Der Beef sagte gerade, er hat da keine Erfahrungen zu. Wieso weißt du das dann? Weil ich Frauenzeitschriften lese. Wieso steht in Frauenzeitschriften, dass das war doch jetzt nur ein Beispiel. Er hat früher aber bei Frostar gearbeitet. Das ist doch bekannt. Wenn du im Gebirge unterwegs bist und verläufst dich, wenn dir dann irgendwie erst kalt ist und irgendwann wird dir warm und du schmeißt dir, tatsächlich werden Erfrorene ja durchaus einfach teilweise ohne oder mit wenig Kleidung gefunden, weil denen einfach am Ende nur noch heiß wird, weil das Wärmeempfinden halt quasi im Arsch ist. Bingo, so, das ist genau, wisst der Bescheid, genau, ja. Das Thema, worum es hier geht. Der Prollo Ferrari, der alte Bergsteiger, der ich dachte, die hätten keine Klamotten, weil sie ihnen geklaut wurden. Der Prollo hat hier tatsächlich genau ins Schwarze getroffen, worum es hier geht, bei dem, was ich hier mitgebracht habe. Nämlich die Frage, wieso Menschen, die erfroren sind, nicht selten nackt aufgefunden werden und es eben ausgeschlossen werden kann, dass die, im Rahmen eines Verbrechens oder so ausgezogen wurden, sondern wo klar ist, die haben sich selber ausgezogen. So, und da wird dran geforscht, also das nennen die paradoxes Entkleiden, ne? Ist ja irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, man müsste ja meinen, man versucht es so warm wie möglich zu haben. Ja. Und jetzt die Frage, der Prollo hat gesagt, es wird einem warm. Das ist eben die ganz große Frage. Bevor ich jetzt hier euch zwei auch nochmal nach dem möglichen Hintergrund frage, noch gerade einen schönen Begriff zu dem Thema. Das Ganze läuft nämlich unter dem Begriff Kälteidiotie. Ist das nicht ein geiler Begriff, mal so ganz nebenbei? Kälteidiotie ist also das Stichwort, und da kümmert sich der Professor Burkhard Madea vom Rechtsmedizinischen Institut der Uni Bonn. So, und jetzt der Prollo hat gesagt, ja, irgendwie man fühlt sich warm, deswegen zieht man die Klamotten aus. Habt ihr noch andere Ideen? Ist das nicht, wenn du erfrierst, dann
sind ja quasi die, die Blutkörperchen, reagieren noch dann irgendwie, bilden noch dann so Kristalle oder irgendwas und wahrscheinlich sind die, spielen die Synapsen verrückt. Kriegen dann falsche, idiotische Signale. Mhm. Ist ja offensichtlich eine Verkehrung der Signale, die im Gehirn ankommen. Ja, das ja, wird ja alles ja. durchs Gehirn gemacht. Ja, 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 sehr schön. Also ihr seid heute, ihr seid gut drupp hier heute. Lief noch irgendeine Idee? Also das war aber jetzt auch schon sehr gut hier. Ich hätte nichts anderes gesagt. Du hättest nichts anderes gesagt. Ja, wenn der Doktor spricht, ne? Also ja. Ich meine, mangels Erfahrungswerten. Also es ist ja, es ist tatsächlich ja so, dass der Ben, also das mit den Kristallen, I don't know, aber je stärker die Körpertemperatur sinkt, desto mehr wird die Blutzirkulation unterbunden. So, irgendwann führt das dazu, dass das Herz nicht mehr genügend Sauerstoff durch den Körper pumpen kann und es gibt einen plötzlichen Herztod oder Sauerstoffunterversorgung des Gehirns. So, jetzt gibt es genau zwei Theorien und ich bin mega stolz hier auf euch, weil ihr seid echt nah dran oder trefft eigentlich die Theorien, die es dazu gibt. Nämlich einmal die Vermutung vom Proliferari. Eine Theorie ist, dass diese Kälteidiotie dadurch verursacht wird, dass Blutgefäße, die, wie ich gesagt habe, eng stellen, um eben die Wärme im Körper zu halten, weil je mehr Blutzirkulation, desto mehr Wärme wird abgegeben, plötzlich schlagartig sozusagen aufmachen und weit stellen und tatsächlich, wie der Prollo gesagt hat, es wird sehr viel Wärme abgegeben, man fühlt sich entsprechend warm oder heiß, man muss sich ja anscheinend auch, ich würde sagen, heiß fühlen, wenn man im Gebirge, im Schnee, im Eis sich auszieht. Das ist die eine Theorie, dass es dann so ein Stück weit so ist, als würde man mit kalten Füßen in eine heiße Badewanne steigen, nehmen sich als Beispiel. Oder die andere Theorie vom Dr. Cartwright, seines Zeichens Gynäkologe. Und Kälteforscher. Der Arzt, den die Frauen verhauen. Ja, genau. Nämlich, dass die Verringerung des Blutflusses, wie ich gerade geschildert habe, zu einer Fehlfunktion im Gehirn führt. Dass letztlich der Thalamus, der für die Kommunikation zwischen Großhirnrinde und Nervensystem, der dafür zuständig ist, falsche Informationen weitergibt und dadurch eben genau das ausgelöst wird, was eigentlich paradox ist, nämlich dass der frierende oder besser gesagt erfrierende sich auszieht. Das ist doch so ähnlich. Ich habe mal irgendwann vor Ewigkeiten so einen Artikel über die Hexenverbrennung gelesen und wie das ist, wenn man verbrennt. Und da gibt es wahrscheinlich auch wenig Erfahrungsberichte. Ja, aber es gibt Forschung dazu und das ist ja ein ganz schrecklicher Tod, weil da auch durch die Hitze quasi der Körper dir sozusagen noch ein zusätzliches Schnippchen dreht und irgendwie, ich weiß gar nicht, die Poren aufmacht oder irgendwas. Also anstatt zuzumachen und so wie bei einem Unfall oder so, wo du dann meistens ja gar kein akutes Schmerzempfinden hast, weil du so geschockt bist, verhindert der da, wenn es brennt, glaube wegen des Fluchtreflexes, den der Mensch hat, dass du so in diese Schocksituation kommst und du erlebst das Verbrennen oder was beim Ertrinken, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, du erlebst es, ich meine doch Verbrennen, halt total hautnah. Also du kriegst nicht einen Schock und stirbst dann, sondern du verbrennst wirklich und stirbst erst, wenn es soweit ist, dass halt alles verbrannt ist. Und das muss einer der schrecklichsten Tode überhaupt sein, wirklich zu verbrennen, weil du eben diesen körperlichen Reflex da nicht auf deiner Seite hast, sondern gegen dich hast. Und das scheint ja hier so ein bisschen ähnlich zu sein, dass einfach der Körper und der Kopf da dem Menschen dann in der Situation ein Schnippchen schlägt. Ja, er schlägt ein Schnippchen, wobei ich so, das ist aber jetzt hier nicht Bestandteil des Artikels, immer auch gehört habe, aber das mag auch maximal Halbwissen sein, dass wer erfriert, mehr oder weniger einschläft. Also dass es jetzt nicht ganz so schlimm ist wie beim Verbrennen. Aber Abschlussfrage zu dem Thema, das wird ja auch noch abgehandelt in dem Artikel.
zum Thema Erfrieren gibt es auch noch das Hide-and-Die-Phänomen. Könnt ihr euch dazu noch was vorstellen? Ist ja eigentlich vom Begriff her schon viel gesagt. Dass man sich vielleicht dann noch irgendwo verkriecht, wo einen keiner mehr findet? Ja, also einkuschelt? In der Tat, Erfrorene werden häufig dann nicht irgendwie so mitten im Raum oder so gefunden, sondern im Schrank oder unterm Bett oder sonst so. Auch das ist letztlich nicht ganz geklärt, so wie auch die Kälteidiotie nicht geklärt ist, nicht sicher geklärt ist. Man hat da eine vage evolutionär-biologische Vermutung eben, dass man das vergleicht mit einem erfrierenden, also mit einem Tier, das so sozusagen in einer Höhle Zuflucht wie beim Winterschlaf sucht. Ich persönlich hätte jetzt spontan gedacht, naja, so abwegig ist es nicht, wenn einem kalt ist, dass man sich irgendwo in eine Ecke, vielleicht auch ein geschlossenes Behältnis oder unter ein Bett, wo irgendwie von ein paar Seiten Schutz ist, das hat ein bisschen was von etwas wärmer, als mitten im Raum zu sich aufzuhalten. Aber okay, die haben das jetzt hier verglichen eher mit Tieren, die in Höhlen Zuflucht für den Winterschlaf suchen. Aber letztlich ist auch das nicht geklärt. Tja. Bleibt viel zu erforschen. Da wären ja dann solche Cyborgs gut. Wenn dann aus Versehen mal so ein Cyborg erfrieren würde, dann könnte man da ja dann vielleicht via Datenübermittlung dann zumindest mal feststellen, wie der Abfolge des Erfrierens denn jetzt da, wie soll ich sagen, erfolgt ist. Kommt doch an, was für ein Cyborg, ne? Hat der jetzt nur irgendwie so ein Superauge oder? Ja, letztes Mal habe ich erzählt von Helga mit dem Busenexperiment, die sie zum Mond schicken. Vielleicht kann man Helga auch mal auf Mount Everest schicken und mit den ganzen Sensoren da messen. Spannend wäre in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob das da in deinem Artikel nochmal beschrieben ist, wie die da überhaupt forschen. Also ich meine, sie können ja schlecht irgendwelche Leute in Kälteregionen schicken und dann sagen, so, dann warten wir es mal ab. Was die so treiben. Also das, da sagt ich finde, die sollten einfach mal so ein paar Detektoren an den Sommer kleben, wenn wir das nächste Mal ins Auto gehen. Da sagt der gute Professor Burkhard Madea leider nichts zu, wie er da genau forscht, aber ich gehe davon aus, es geht hier um Biochemie, dass man möglicherweise da irgendwie Prozesse simuliert, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, der Prolotik hat den bei Twitter an. Ja. Das muss er uns vielleicht mal erklären. Also solange ich da nicht irgendwelche Vulva-Themen antwittern muss, soll mir das sehr recht sein. Also es ist in gewisser Weise eine riskante Folge. Wir haben Neuland betreten, dank deines Beitrags, Ben Cartwright. Also wieso, weil wir uns mal den weiblichen Geschlechtsorganen zuwenden, oder was meinst du? Ich habe letztes Mal den Busen thematisiert. Die Schwierigkeit ist ja auch, dass wir als Männer natürlich nur sozusagen über etwas reden, von dem wir aus eigener Wahrnehmung keine Erfahrungswerte liefern können. Du siehst da die Gefahr des Mansplainens. Und über Peniskäfige hast du eigene Erfahrungen oder was? Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Ding verdammt unangenehm wäre. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, auch wenn ich keine Vulva habe, dass ich da keinen Ausschlag haben will und Rötung und Jucken und was weiß ich auch nicht schön ist. Also man kann sich doch auch mal in andere, es gibt ja auch so die Zeiten, ins andere Geschlecht hineinversetzen. Genau, es gibt ja auch Zeiten im Leben, wo der Kältetod tatsächlich näher ist als die nächste Vulva. Ja. Was ist mit dir los? Hast du dich jetzt intellektuell in deinem ersten Artikel so verausgabt? Ich bin durch, ja. Ich kann nicht mehr. Du nur in die Jacke pupst und unglaublich. Aber du hast sehr leckeren Cider mitgebracht von okay, ne? Coopers mit so einem Baum drauf. Kommt nachher noch aufs Foto. Sehr gut. Und sobald unser heutiger Studiogast am Telefon verfügbar ist und das Kino aus ist, können wir auch noch das mitgebrachte Bier öffnen. Ich glaube, es täte der Sache auch gut, wenn jetzt der Beef zu seinem Thema kommt. Das hoffentlich also der weder Beef, morbide der Beef noch wird wahrscheinlich unser Niveau wieder heben. Nein. Also ich habe tatsächlich jetzt, also es geht jetzt mal nicht um irgendwelche Geschlechtsorgane oder sonstige Dinge und auch nicht um Flatulenzen, die man in Jacken schiebt und so, sondern
Ich bin tatsächlich, es ist aber wieder ein medizinisches Thema, also aber auch nochmal so eine andere Annäherung quasi. Ich habe es ja immer, das hatten wir dich, ja, da ziehe ich jetzt ein bisschen die Kurve von der letzten Folge, da hatte ich auch den Artikel dann seinerzeit, der von Hank Frank empfohlen wurde, da ging es ja auch um eine steinerne Vagina, also eher eine, wie soll ich sagen, eine künstlerische Herangehensweise. Stimmt. Und da habe ich jetzt hier auch wieder. Um nicht zu sagen Vulva. Genau, in dem Fall war es ja so, also er steckte, glaube ich, dann aber in der Vagina, weil er ist ja so reingekrochen mit dem Fuß. Also egal, auf jeden Fall geht es hier darum, dass man, also könnt ihr euch vorstellen, dass Musik im OP, also im Operationssaal, Sinn macht? Und wenn ja, in welche Richtung? Also, geht's vom Zahnarzt, ne? Leute, die Angst haben vom Zahnarzt, die werden ja oft mit so einer Musiktherapie beruhigt, kriegen Kopfhörer auf. Ah, okay, das kannte ich noch gar nicht. Ich kann mir das gut vorstellen, vielleicht auch so im Zusammenhang mit Hypnose, dass man, wenn man vielleicht ohne eine richtige Holzhammer-Narkose operiert wird, dass man vielleicht dann, also Hypnose bedarf ja irgendwie auch irgendwelcher gewissen Umstände, sage ich mal, und dass man vielleicht mit irgendeiner Musik dabei. Ja, da reicht ja, dass du WDR2 anhast. Ja, gut. Wieso setzt sich das auch irgendwie immer unter Narkose, oder? Ich finde das teilweise Radio heute, das Mainstream-Radio finde ich stinklangweilig. Ja, die Musik ist zum Heulen, das stimmt. Aber das medizinische Personal hat das vielleicht auch was davon. Darum geht es nämlich, weil, also idealerweise bist du ja, wenn du operiert wirst, in Narkose. Ob du dann noch viel von der Musik wahrnimmst, sei nochmal dahingestellt. Das hast du aber nicht gesagt, das ist so eine Vollnarkose. Ich habe OP gesagt. Okay. Nee, hier geht es tatsächlich ums Personal, das heißt um diejenigen, die operieren, schneiden, was auch immer. Und da gab es eine wissenschaftliche Studie mit jungen Ärzten, wo der Frage nachgegangen wurde, ob es die Arbeit im OP beeinflusst, wenn die Ärztinnen und Ärzte Musik hören. Und da haben sie dann halt auch verschiedene, sie haben jetzt erstmal geguckt, welchen Einfluss die Klänge und Rhythmen der Beatles haben. Also die haben das jetzt hier ein bisschen mit Softrock umschrieben. Ich hätte jetzt bei Beatles eher gesagt Beatmusik, aber egal. Und haben auch von Hardrocker, also AC/DC, haben sie auch dann abgespielt und haben mal geschaut, bei welchen mehr oder weniger Alltags-OP-Bestandteilen, also zum Beispiel Schnitte ansetzen oder aber auch Nähte, setzen und beziehungsweise Nähte dann nähen. Und da haben sie tatsächlich festgestellt, dass die bei Hardrock in hoher Lautstärke hingegen schneller geschnitten wurde. Das heißt, da ging das mit dem Messer irgendwie ein bisschen flotter zur Hand. Und dass aber der zum Beispiel leise gespielte Beatles-Musik dann tatsächlich auch geholfen hat, um zum Beispiel bei Nähten die Exaktheit der Nähte irgendwie zu erhöhen. Das heißt also tatsächlich, wenn leise, also mittellaut Beatles-Musik zum Beispiel abgespielt wurde, während da verschiedene Dinge genäht wurden, verschiedene Wunden etc., dann waren die Nähte im Durchschnitt exakter ausgeführt. Ich habe einen kleinen Praxistipp. Wir beide fahren ja unter der Woche in die Schweiz, um uns Rammstein reinzuziehen. Die haben ja auch dieses schöne Lied Zickzack. Ja. Und ich zitiere und ich warne alle Ärzte, weil ich heute der warnende Hannes hier bin, nicht dieses Lied Zickzack zu hören, denn da heißt es im Refrain: Zickzack, Zickzack, schneid es ab. Zickzack, Zickzack, kurz und knapp. Also keine Empfehlung von mir. Besser die Beatles. Ja. Also ich muss auch sagen, ich fand, also noch bevor du es gesagt hast mit AC/DC, habe ich noch gedacht, es ist ja auch ein Stück weit riskant hinzugehen, so eine Studie zu machen und dann, also bekanntermaßen weiß man ja vor der Studie nicht, was hinten rauskommt und dann eben zum Beispiel Hardrock, Heavy Metal, was weiß ich, am besten auch noch Death Metal zu spielen. Also ich dachte mir nur so, also so Highway to Hell bei einer Herz-OP, ich weiß nicht, ob das so der Hit ist. Sie haben das jetzt eher bei Alltagsbestandteilen. Also die haben jetzt nicht bei kniffligen OPs, sondern haben erstmal nur bei Nähen von Wunden oder aber bei den Schnittenansätzen gesagt. Das heißt also Dinge, wo es jetzt nicht, also wo es nicht super, ich sag mal, super kitzlig ist in der Geschichte. Ich fand es einfach ganz spannend, dass also da auch da noch so eine Emotion irgendwie, dass da also quasi Veränderungen erzeugt werden können. Ich fand es aber auch ganz schön, weil wo du jetzt schon Rammstein
und Zickzack zitiert hast, was ja eher so ein bisschen, da sind wir wieder bei deinem Holzhammer eben, Sammer, sehr schön hat dieses Problem mit Emotionalität und Musik seinerzeit Woody Allen auf den Punkt gebracht. Er sagt nämlich, Zitat, ich kann nicht so viel Musik von Wagner hören, ich hätte sonst den Drang, Polen zu erobern. Wunderschön. Also ich finde erstmal. Also jetzt aber wo du jetzt Wagner erwähnst. Also ich habe bestimmt nicht an Wagner gedacht, aber ich wollte dich auch noch fragen, haben die denn auch klassische Musik getestet? Ja, die haben sie ja, also die haben das nicht getestet, sondern haben jetzt tatsächlich erstmal nur Rock-Varianten. Man kann jetzt natürlich die ganzen Musikstile durchgehen, also von Hip-Hop bis Death Metal, glaube ich, könnte man dann jetzt machen, das weiß ich jetzt nicht. Sie haben hier noch so ein bisschen, der Autor hat noch so ein bisschen rumgesponnen, das ist aus der Süddeutschen Zeitung, und hat noch so ein bisschen gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn man Ravels Bolero auflegen würde oder aber auch das Spiel mit den Soundtrack von Spiel mit das Lied vom Tod. Das ist jetzt aber in der Studie erstmal nicht berücksichtigt worden. Also der hat das schon so ein bisschen weiter gesponnen, dass man da ja natürlich mal nachdenken kann und ja, was das dann für Auswirkungen haben kann. Also Bolero, weil ich weiß jetzt nicht, wer da irgendwelche Assoziationen mit irgendwas hat, aber bei Bolero muss ich immer an, wie heißt sie, Bo Jackson oder wie? Also da bezieht Derek, er sich auch drauf. Bo Derek, denken Bo Derek in 10, die Traumfrau, genau, da spielte das ja und genau, das wäre dann vielleicht was für irgendwelche Operationen im Intimbereich, ich weiß es nicht, aber nee, weil zu klassischer Musik gibt es aber, das jetzt nur ganz am Rande, ja auch schon diverse Untersuchungen zu verschiedenen Themen, Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Also das hätte mich nur schon interessiert, so gerade im Vergleich auch zur Rockmusik. Aber okay, wenn die das dann noch nicht. Also da, mit klassischer Musik, auch da kann man ja wieder unterscheiden. Also es gibt ja nur schon, also zwischen Wagner und Beethoven ist, das ist beides klassische Musik, aber ist ja schon vom, ja, vom Ansatz her unterschiedlich. Was war denn der Anlass dafür, dass offensichtlich ja dann im OP-Saal ganz gerne mal Musik gehört wird und die wollten einfach nur generell wissen, wie sich das auf die Qualität dann auswirkt, wenn da Musik gehört wird? Oder ist das auch der Hintergedanke, dass man bestimmte Musik aktiv genau einsetzt? Also es war einfach da, wie man quasi auch die Effizienz und die Qualität, ob man die durch Einsatz von Musik erhöhen kann. Das war so die Grundidee dahinter, dass man da einfach, was es da für Möglichkeiten gibt oder ob es die Möglichkeit überhaupt gibt. Und deswegen eben so Standardteile, wie gesagt, Schnitte oder auch Nähen, das sind halt eben so, ich sag mal so, ist dann so blöd, also ich will das jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber das ist ja, glaube ich, so medizinischer oder OP-Alltagsjob quasi. Wie man da vielleicht eben durch den Einsatz von Musik die Qualität oder Effektivität oder aber auch die Geschwindigkeit, mit der da gearbeitet werden kann, erhöhen kann. Das ist ja nur auch immer so den Drang, im Takt zu schneiden oder im Takt zu. Gut, nee. Oder so Ballermann-Musik, ja. Ja, wie gesagt, also da ist, kann man sicherlich noch weitere Studien irgendwie dran geben, aber ich fand es einfach ganz spannend. Ja, ne, ist es auch. You cut me all night long, ja. So ähnlich. Ach ja. Vielleicht löse ich ganz kurz auf, warum man Strohballen, genauer gesagt Maisstrohballen ins Meer schmeißen sollte. Warum das eine gute Idee ist. Habt ihr da irgendeine Vorahnung? Habt ihr das vielleicht sogar gelesen? Maisstrohballen. Ja, nennen wir es einfach mal Strohballen. Mais oder andere Getreideabfälle. Die werden ja gerne, wenn die geschnitten wurden, ne, diese Maisstangen, die da übrig bleiben, die werden dann zu so Ballen geflochten, würde ich mal sagen, oder gerollt und dann liegen die da auf dem Feld rum, diese Strohballen. Kennt ja jeder. Hier ist so ein Bild, ne? Klassiker. Diese Teile sind das. Und es wäre total gut, wenn man die in der Tiefsee versenkt. In der Tiefsee versenkt? Ja, in der Tiefsee. Da können sich die Wale dran bürsten. Können die Putzerfische abservieren, ja, quasi. Nein. Gar ja, sind nicht da irgendwelche Nährstoffe drin, die dann quasi. Die da von ist was drin. Ja, ja, da ist was drin. Also, oder ein so ein Ding wiegt 700 Kilo. Ist das Sauerstoff gebunden? Nee, ne? Das ist Sauerstoff gerade nicht, aber das Gegenteil. CO2. CO2, das ist ja die Eigenschaft von Pflanzen, Bäumen und so weiter. Und eben auch Mais ganz besonders. Die binden sehr viel CO2. Problem ist, wenn die dann zerfallen, also die werden ja dann oft, was weiß ich, als Futter
verarbeitet oder zum Düngen oder, ne, weiß der Geier, man nutzt sie dann weiter oder wenn man sie auch einfach nur verrotten lässt, verrotten sie relativ schnell und setzen das CO2 wieder frei. Und, das ist ja praktisch. Ja, und dann haben sie sich überlegt, schon vor 20 Jahren, das ist schon eine lange Forschung, die jetzt aber dadurch, dass jemand Geld da rein investiert und das vielleicht mit kommerziellen Gedanken betreiben möchte, dass man da echt gut dran tut und sehr günstig CO2 dauerhaft binden kann, indem man das in die Tiefsee verklappt. Da ist es 3 bis 4 Grad, das hält ewig. Hier stand auch irgendwo, ich muss mal gucken, es ist ein sehr langer Artikel hier in der, im Standard, dem aus Wien, die österreichische Tageszeitung. Das zersetzt sich nicht? Das zersetzt sich nicht oder zumindest sehr, sehr langsam da unten. Also anders als in der freien Natur, wo es nach, ja, paar Monaten eigentlich schon zersetzt ist, dauert es da viele, viele, viele Jahre, also Jahrzehnte, weil es einfach so kalt ist. Das konserviert das Teil. Und da ist ja auch Platz. Kannst du halt viel hinschütten. Hat man das denn? Wie viel Tiefseeplatz gibt es denn? Das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Also die Meere sind groß, aber es ist ja nicht überall Tiefsee. Ja, aber also wenn du Marianengraben irgendwie zukippst, ich meine, das der ist. Sie sagen am Ende, also wenn man, würde man 100 Jahre lang jährlich 1 Milliarde Tonnen Maisabfälle in der Tiefsee einlagern, also 100 Jahre 1 Milliarde Tonnen jährlich, würde das am Ende nur 0,01% des Meeresgrundes einnehmen. Also das ist nicht viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das sind, aber. Aber Meeresgrund ist nicht Tiefsee. Also des Meeresgrundes an der Tiefsee. Ach so. Also, ja, du musst die halt verteilen. Also den Meeresspiegel treibt man nicht maßgeblich in die Höhe. Wahrscheinlich nicht, das nimmt ja auch Wasser auf. Hat das denn irgendjemand mal getestet? Also, ja, das testen die tatsächlich, ein Forscherteam testet das und es gibt auch Anlagen, also es gibt kommerzielle Anlagen, die CO2 dauerhaft binden. Das kannst du quasi professionell entsorgen, kostet dich 1000 Euro pro Tonne. Was schätzt ihr, was es kostet, so ein Maisding zu verklappen? 2 Meter, 2 Mark. Also für die Tonne, ich weiß gar nicht, die Tonne CO2 oder? Wie viel hat denn so ein Heuballen? 700 Kilo. Und wie viel davon ist CO2? Hälfte? Ja, das ist die Frage. 2/3? Also eine Tonne CO2 kostet 1000 Euro dauerhaft zu konservieren, das zu verklappen in Form von Maisballen 90 Euro. Hm. Also ist lukrativ. Aber nochmal auf die Frage mit den Tests. Sind die hingegangen und haben mal in die Tiefsee so Dinger reingeschmissen und dann auch wieder hochgeholt nach 10 Jahren und geguckt, was damit ist? Ja, das haben sie vor 20 Jahren. Da gab es ein Forschungsprojekt, das hat so einen ganz sperrigen Namen. Ich muss gerade noch mal ein bisschen googeln. CROP, Residue Ocean Permanent Sequestration, dauerhafte Einlagerung von Pflanzenreste. Haben die vor 20 Jahren zu geforscht und haben das wohl auch im Meer verklappt und haben festgestellt, geil, das funktioniert und setzt das CO2 eben nicht wieder frei. Das muss halt 2 bis 3 Kilometer tief runter. Da ist der Druck so hoch, das drückt, ist kalt und der Druck ist so groß, das macht nichts sozusagen mit der Pflanze und der Druck sorgt dafür, dass das CO2 da drin bleibt. Und der Einfluss auf das Ökosystem, also weil das ist immer bei solchen Geschichten, denke ich immer direkt dran, irgendwie alles, was man macht, hat ja auch irgendeine Auswirkung. Ja? Also wenn das ist ja eigentlich ein sehr nahrhaftes Zeug, was du da runterkippst. Und du düngst damit ja eigentlich da unten den Meeresboden, wird es da wahrscheinlich irgendwie jetzt theoretisch zumindest das Ökosystem da unten maßgeblich beeinflussen können. Es sei denn natürlich, dass die Nährstoffe da alle drin bleiben, weil eben das da unten so kalt ist und der Druck so hoch ist. Die interessieren sich, glaube ich, nicht dafür. Also die haben das getestet vor der in Kalifornien, Monterey Bay. Vor vielen Jahren haben sie da Maisabfälle verklappt in 2 Kilometer Tiefe und haben es viele Jahre später, steht leider nicht genau wie viele Jahre später, aber vorne stand, das ist halt ein 20 Jahre altes Forschungsprojekt, das haben sie es wieder hochgeholt und haben festgestellt, dass es nahezu unverändert ist. Da ist gar nichts. Hast du Angst, dass die Tiefseelebewesen mutieren? Und ja, irgendwann was heißt mutieren? Wir haben ja ein massives Problem auch mit Algenwachstum und solche Sachen. Also wenn das Wasser zu warm wird, zu viele Nährstoffe hat, was weiß ich was, dann
also es sind ja immer schon so Kleinigkeiten, so kleine Veränderungen, die so ein Ökosystem zum Kippen oder zum, ja, irgendwie negativ belasten können zumindest. Und ja, die Frage ist, was ist negativer, ne? Ob es CO2 freigesetzt wird in die Umlaufbahn, kommt das Ozonloch vergrößert oder ob man es halt da unten irgendwie durch den Druck irgendwie einschließt. Also die schätzen, dass man 1 Milliarde Tonnen CO2 auf diese Art und Weise in der Tiefsee sozusagen binden kann. Ich weiß leider nicht, wie viele Milliarden Tonnen CO2 verbraucht werden. Ich kann das ja auch nicht so einschätzen, ob man dann einfach nur wieder eine neue Müllhalde macht, die man dann der übernächsten von mir aus oder der viertnächsten Generation überlässt, die dann den Battle wieder irgendwie auslöffeln darf. Das ist immer so ein bisschen Die Pflanzenabfälle sind doch aber wahrscheinlich auch wertvolles Düngemittel, ja. Und wenn wir jetzt irgendwie unseren fruchtbaren Boden quasi da ins Meer verklappen, dann sitzen wir am Ende irgendwie alle im Steingarten. Ich weiß gar nicht. Oder kann es sein, dass die Böden zum Beispiel, die Böden nährstoffärmer werden. Also könnte ich mir jetzt schon, also wie gesagt, ich finde es spannend. Sind denn noch andere, Zeitungen oder auch sonstige wissenschaftliche Magazine drauf angesprungen auf das Thema oder nur der Standard? Nur in Anführungsstrichen. Das weiß ich nicht, die zitieren jetzt hier niemand anderen, aber es gibt, wie gesagt, diese Studien und der greift das jetzt, oder der Artikel greift das jetzt nochmal auf, weil ein amerikanischer Investor das halt jetzt beruflich machen will. Und genau, hier steht auch noch, die gehen davon aus, dass das 1000 Jahre gebunden wird da unten. Aber es ist gut, das sind noch mehr als 3 Generationen jetzt, würde ich mal sagen. Ja. Es sei denn, die Lebenserwartung verlängert sich dramatisch, vielleicht über die Cyborg-Geschichte. Ja, die gehen ja alle nach 20 Jahren kaputt. Was ich bei sowas halt immer schwierig finde, also ich kann jetzt die Dimensionen nicht so einschätzen, also ich weiß jetzt nicht, wie viel 1 Milliarde Tonnen in Heuballen ist, in Anführungsstrichen, aber was ich dabei immer so ein bisschen schwierig finde, ist, es löst ja nicht die Ursache des Problems. Also es ist ja immer nur wieder, ich verlagere es ein bisschen und ich verschiebe es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag oder in die Zukunft, aber ich löse das grundsätzliche verursachende Problem dadurch irgendwie nicht. Das ist so ein bisschen die Gefahr bei solchen Geschichten. Das heißt, für deinen nächsten Malediven-Urlaub musst du dann 50 Heuballen ins Meer verklappen. Irgendwie sowas. Das ist richtig, aber es ist halt eine Möglichkeit, auf recht simple Art und Weise sozusagen ein Gegengewicht, Gegentrend zu gewinnen, ne? Genau. Zeit zu gewinnen und einfach das Zeug, klar, es ist so, als ob du es einfach nur nimmst und irgendwo versteckst. Besser wäre es, wäre gar nicht da, aber es ist ja nun mal da. Naja. Und wenn du es einfach da belässt, wo es ist, dann verrotten die Dinger und setzen das mit einem Schlag, diese ganze gebundene CO2 wieder frei und da nimmst du es halt rechtzeitig, kippst es ganz tief ins Meer und dann wird das erstmal nicht, da wird das in 1000 Jahren vielleicht hochkommen, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass da nochmal irgendwas mit passiert, zumal, das habe ich jetzt hier nicht vertieft, es gibt ein ganz anderes Problem und das finde ich halt viel dramatischer, dass die Tiefseebergbau jetzt auch anfangen zu betreiben, die suchen da unten nach seltenen Erden, nach all dem, was uns hier oben sozusagen an der Oberfläche ausgeht. Und das ist schon auch eine viel krassere Störung, als nach Bauballen noch abzulegen. Aber gut. So, damit habe ich meine Teaser hier auch bedient. Und der letzte Teaser, der noch aussteht, ist unsere liebe Ines, die wir gleich noch anrufen, wenn sie zu Hause ist. Sie ist in der Bahn nach Hus. Um die Zeit zu überbrücken, hat noch einer nicht abgeliefert, was er vorher vollmundig versprochen hat. Also ich komme gerne, sobald der Alarm losgeht, mit meinem Quickie um die Ecke. Ja. Gut. Ich habe aber noch was für euch. Das ist ja, ihr seid ja alle so sportinteressiert im Gegensatz zu mir. Ja. Und deswegen wollte ich euch noch mal was zum Radsport mitbringen. Und der Giro d'Italia, sagt euch was? Ja, Carbonara. Fahrrad, der Giro. Ja, genau, also Fahrradrennen und kein unwichtiges. Und generell ist es bei so Fahrradsport offenbar so, dass tatsächlich Afrikaner an sich da durchaus unterrepräsentiert sind. Und jetzt gibt es aber einen Herrn Biniam Girmay,
der als, ja, als erster schwarzer Afrikaner bei, beim Giro d'Italia einen Etappensieg feiern konnte. Und welches Land? Afrika. Alles klar. Äthiopien, nee, glaube ich. Eritrea, also auch, ich sag mal, wir neigen immer dazu, bei Afrika nur Afrika nee, du zu hast, sagen. Da, so weit bin ich ja noch gar nicht. Also tatsächlich, das ist, dann mache ich die Überleitung jetzt gleich, also Eritrea, diktatorisch auch jedenfalls eine der ganz großen Hausnummern. Und auch letztendlich ist da, also wird der Radsport tatsächlich so als ein bisschen wie noch populärer als der Fußball in Deutschland gehandelt, als quasi fünfte Staatsreligion. Und das Ganze hängt so ein bisschen auch damit zusammen, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, und zwar eine der wenigen, dem ziemlich harten und obligatorischen Militärdienst in dem Land zumindest teilweise zu entfliehen. Ist, kurze Zwischenfrage, ja. Ist Eritrea nicht eines der fünf Länder, das gegen die Verurteilung von Russland im UN, in der UN gestimmt hat, als die Vollversammlung? Ja, ich meine schon, ja. Ja. Also auf jeden Fall, der dortige Machthaber ist also ziemlich fies. Und hat aber tatsächlich so ein Faible für Radsport und ja, also eine ganz bizarre Situation. Und der gute Mann ist jetzt also Etappensieger geworden. Und wie das so ist im Leben, machst ein Fläschchen Sekt auf, zack, Korken ins Auge und das war's. Wie, das war's? Der hat sich einen Sektkorken ins Auge geknallt, der arme Mann, bei der Siegerehrung. Bei der Siegerehrung. Und jetzt das Auge am Arsch, oder was? Nein, nicht ganz, aber er hat auf jeden Fall Argus 2 jetzt. Argus 2. Auf Anraten der Ärzte ist er erstmal ausgestiegen. Also Blutung in der vorderen Augenkammer, jetzt, um das mal zu zitieren. Also auf jeden Fall, er hat es endlich mal geschafft, Etappensieg, und dann knallt er sich da sozusagen nicht die Birne weg, sondern das Auge weg. Und Glück im Unglück, wenn man so will. Ja, es wird ja so aus Unterstützerkreisen zitiert, wenn er jetzt draußen ist, kann er sich wenigstens für die Tour de France vorbereiten. Und dann legt er da nochmal richtig los. Also hört sich nach einem Anfängerfehler an, ne? Also tja, passiert kein zweites Mal. Ganz klasse stumm gelaufen. Wie gesagt, das Land Afrika ist tatsächlich, da gibt es also 550. Das Land Afrika. Das ist immer noch ein Kontinent. Also tatsächlich 550 Profis gibt es wohl in der World Tour und derzeit nur 8 davon Afrikaner. Also von dem Kontinent Afrika. Von dem Kontinent und Land Afrika und dort der Bezirk Eritrea, genau. Jedenfalls, also hoffen wir mal das Beste für ihn. Der Gute ist ja auch erst 22, also der hat noch was vor sich. Ja, dumm gelaufen auf jeden Fall. Aber trotzdem tolle Leistung, aber gut dass gefahren. Er den Etappensieg da holt. Ja, quatsch mir also nicht in meine Pointe rein. Ja, dumm gelaufen. Aber gut gefahren. Okay, dann sag ich halt nochmal. Nee, ist schon okay, das gefällt mir auch gar nicht mehr so gut. Ah, das Bier steht immer schon auf dem Tisch. Genau, und die Ines ist jetzt auch zu Hause und ich würde sagen, wir rufen die jetzt mal an und machen das Bier auf und schauen mal, was es damit zu bewenden hat oder wie auch immer man das sagt. So. Es wird spannend. Ich höre ein Amt. Hallo? Ja, hallo, liebe Ines, unsere edle Spenderin. Du bist auf. Live in unserer Sendung und wir haben gerade dein Bier auf den Tisch gestellt und dachten, wir holen dich einfach dazu. Wie war der Kinofilm? Der war sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Ich will ja nicht spoilern, also Doctor Strange und The Multiverse of Madness, aber ganz gut. Okay. Doctor Strange. Kann ich empfehlen. Gut. Von dem fühle ich mich direkt angesprochen. Okay. Pass mal auf, Dr. Strange ist ein gutes Stichwort. Du hast uns ganz tolles Bier mitgebracht und ich versuche das mal einfach nur vorzulesen. Foto gibt es natürlich auch. Das ist die Firma Ebenstoker, aber ich glaube, das spricht man anders aus. Und genau, das heißt, ja. Ja, wie heißt das nämlich richtig? Eibenstocker. Das ist der Ort, in dem dieses hervorragende Getränk hergestellt wird. Und das ist in Sachsen oder ist das im Erzgebirge? Ja, das ist beides richtig, weil das Erzgebirge liegt in Sachsen. Und deswegen sind beide Fragen mit Ja zu beantworten. Dann habe ich ja doch nicht gelogen, weil ich habe vorher erzählt, wir haben Bier aus dem Erzgebirge.
Und dann haben wir uns aber darauf verständigt, dass wir lieber erstmal nach Sachsen fragen, weil das sozusagen die größere Trefferwahrscheinlichkeit hatte. Also Eibenstoker ist ein Ort, Eibenstoke. Ja? Eibenstock steht hinten Eibenstock. Drauf. Eibenstock. Ja. Genau. Wird aber Wuster ausgesprochen. Ah, das wird dann ganz normal Kollege geschrieben. Richtig aus. Ja. Und da haben wir nämlich einmal Kill Your Idols und da wollte der Sammer mal beschreiben, was da drauf ist. Ja, das ist extrem, extrem krass. Das sieht ja aus, als ob da irgendwie Frankenstein persönlich irgendwie, also oder Frankensteins Monster drauf wäre. Prollo Ferrari mit Sonnenbrille, auch ziemlich übel drauf. Irgendwie der böse Flick mit, der Flick mit dem bösen Blick irgendwie, also das sind lauter düstere Gestalten irgendwie, die da drauf sind. Und ein Stier. Also. Das ist der Beef. Kunst. Ja, das ist wirklich Kunst, in der Tat. Das ist echt Kunst, also richtig cool. Ja. Jeder sieht darin was anders. Und ein Karl Marx ist da oben in der Ecke. Das sind so ganz kleine Details. Ich denke mal, guck, das ist mehr. Wie heißt der jetzt? C3PO ist da auch. C3PO heißt der, ne? Der ist da. Ja, genau, kann richtig. Kann der Beef gleich nochmal überprüfen. Und das Zweite, was du mitgebracht hast, das ist ja ein Pilz offensichtlich, ein Pilsner. Und das Zweite nennt sich Suicide Blonde, ist ein American Pale Ale. Und so ein bisschen so ein Birkenwald und auch so ein paar Gestalten, die so ein bisschen im Unklaren bleiben. Also auch sehr künstlerisch angehaucht und sehr, sehr optisch ansprechend. Da fand ich mich auch direkt, ich bin ja dann so ein optischer Käufer gewesen, dachte, das muss unbedingt mit. Ja, so kaufe ich immer Wein. Und das Mädel hier auf dem Etikett, sehe ich das richtig? Die quarzt sich da eine? Ja, die sitzt da an irgendeiner Birke angelehnt und raucht ganz gemütlich. Ganz am Chillen, ne? Ja. Voll gechillt. Ja. Aber ich nehme mal an, das ist eher eine kleine, feine Brauerei und nicht so überregional erhältlich, oder? Ich habe es noch nie gesehen. Genau. Ja, das ist richtig. Also, cool. Da ich mich ab und zu vor Ort befinde, dachte ich, das packe ich doch direkt mal für die Freunde des guten Geschmacks ein. Ja, du bist ja auch eine wirklich edle Spenderin, weil das jetzt schon zum zweiten Mal ist. Also eine der wenigen, die meine ständigen flehentlichen Bitten da auch mal erhört. Und hast, ich bin so ein sozialer Mensch. Und du kommst selbst aus dem Erzgebirge? Das ist richtig, genau. Ah ja, cool. Aber Aue ist ja meine abgestiegen, ne? Ich möchte nicht darüber sprechen. Ja, wir reden ja, über Getränke. Ja, tut mir auch leid. Aue finde ich immer eigentlich ganz sympathisch. Ja, aber wenn man das Spiel in Darmstadt in Erinnerung hat, also das war auch, ja, das hat Aue gegeben. Tut noch weh. Ja. So, und dann hast du noch mehr in die Tüte gepackt und das hat der Prollo vor der Sendung kurz beschrieben, dass es heute Braunes aus Sachsen gibt. Das kann man auch falsch verstehen. Es ist aber tatsächlich einmal Happy Koks, also eine Cola offensichtlich. Vielleicht mag der Prollo die mal beschreiben. Das sieht so ganz funky aus, diese Flasche. Die ist auch aus. Ja, fast schon zurückhaltend rein optisch, ja. So ein letztendlich. Ach, da kann man ein Gesicht erkennen in dem Doppel-O. Und ein paar Blubberblasen und schon fast klassisch das Etikett. Ja. Wie zu Großvaters Zeiten. Glück auf Brauerei in Gersdorf. Könnte auch ein Waschmittel sein, ne? So von ja. Beides erfüllt den gleichen Zweck. Und das kommt auch da aus der Kante, oder ist das? Ja, genau, von dieser Glück auf Brauerei. Da habe ich aber jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wo die ihren Sitz hat. Das müsste auf der Flasche stehen. Ja. Aber das fand ich auch so passend, dachte, komm, das Gersdorf. Kann auch mal mit rein. So, und dann hast du noch etwas in die Tüte gepackt und das erklärt auch, warum Braunes. Und zwar etwas, was du uns beim ersten Mal auch schon mitgegeben hast und was sich seitdem wie ein Running Gag durch viele, viele Folgen zieht. Und ich versuche es richtig auszusprechen, weil du hast mir da schon mal gesagt, was sagt man? Hallorenkucheln. Richtig. Ja? Wir kommen zwar aus Halle, ja, Halloran, das ist in Sachsen-Anhalt, aber wir wollen ja hier geografisch heute nicht so spitzfindig sein, deswegen lassen wir das. Und das heißt ja, Hallorenkugeln auf Hochdeutsch und das Sachse würde sagen Hallorenkugeln. Ja, und die sehen richtig lecker aus in der Spezialmische Brownie, No-Bake Brownie. Ja. Also das machen wir gleich auch noch auf, schade, dass du nicht da bist. Also ganz, ganz vielen Dank dafür und dass du uns das auch so erklärt hast. Und bleib ruhig noch ein bisschen dran, wir sind eigentlich schon fast durch.
mit der Sendung, aber du sollst ja auch noch ein bisschen was davon haben, weil gleich gibt's noch den Quickie vom Sommer und der will sich heute auch ganz besonders benehmen. Und bevor wir das machen, würde ich sagen, wir schenken uns einfach mal ein und trinken auf die Ines. Ich versuche, glaube ich, lieber das Pilsen. Ne? Ja, Ines, bevor ich auch gleich starte, also ein paar Sekunden haben wir hier noch, der führt uns auch nach Sachsen, witzigerweise, heute der Quickie. Echt? Mit Absicht oder Zufall? Nee, das ist Zufall. Das ist, also ich wusste jetzt nicht, dass du heute hier Stargast bist. Das wusste ich auch nicht. Das kann sein. Es kann sein, du hörst jetzt nichts. Ich mach mal gerade ein bisschen leiser, weil letztes Mal, als wir ein Telefoninterview hatten und ich den Alarm gemacht habe, sind wir hier fast explodiert. Ganz kurze Sekunde. Ach hey, ich nehme mich in Schutz. Schon wieder. Ich habe schon auf 3 runter. Ja. Du hörst es nicht, weil du auf derselben Leitung bist, aber es ist später ein... Ich höre auch nichts mehr. Ja, ja. Der Mann ist so krank. Der ist so krank. Ich habe es echt extra vorsorglich runtergepegelt, aber das Teil ist einfach so kräftig. Und das ist doch das Entree, was du brauchst, sag mal. So, steht da vorhin noch was mit dem Cochlea-Implantat, an wen man sich da wenden kann, wenn man so eins braucht? Was? Ich kann die ganz schlecht verstehen. Ja, also auf jeden Fall Gewährleistung ausgeschlossen. Gut. Prost. Ja. Ja, gut. Also ich erhebe das Glas jetzt auch mal, ne? Ja. Auf Ines und unbekannterweise. Ich hoffe, du hast auch was da, dass du mit uns in Gedanken anstoßen kannst. Ich habe hier eine gepflegte Vita-Cola. Mm. Auch ein hervorragendes Getränk. Ja, hat ja der Herr Prollo letzte Folge noch empfohlen. Aber von der Leitungsqualität her ist auch eher wieder Afghanistan, oder? Ja, ich glaube, der Alarm hat es jetzt wieder so ein bisschen zerstört, ne? Es rauscht jetzt wie Hulle, aber gut, nach Sachsen ist eine Leitung lang, wobei du eigentlich in Köln bist, aber egal. Genau. Ich habe ja schon eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für dein Land. Ein Glück. Ja. So, Herr Sommer. Ja. Biete unserem Gast mal ein bisschen was. Genau. Quickie aus Sachsen. Der Quickie aus Sachsen. Ich habe den schon länger dabei, immer mal, und es hat nie so ganz gepasst. Und dann habe ich aber auch Bock gehabt, noch mal ein bisschen mehr zu recherchieren. Also da kommt sozusagen noch hinter dem eigentlichen Artikel noch eine Kleinigkeit hinterher, für die ich dann auch den Ben Cartwright gleich noch brauche mit seinen Sächsischkenntnissen. Und zwar, es geht darum, dass eine rechtsextremistische Partei in Sachsen fordert, ich nenne diese Partei jetzt nicht beim Namen, das mache ich aus Prinzip nicht, aber wer will, kann in die Shownotes gucken, die fordern das sächsische Königshaus bei der Gestaltung der Zukunft Sachsens angemessen einzubeziehen. So, was heißt das? Also diese Gruppe, diese rechtsextreme Partei, die fordert das nicht nur im Parteiprogramm, sondern auch zum Beispiel auf Bannern und Aufklebern und Videos, in denen sie auch das königliche Wappen nutzt. So, und jetzt ist es so, dass der August der Starke, oder? Dass der Nachfahre des letzten sächsischen Königs, der letzte war Friedrich August der Dritte, die wollen, dass dieser Partei jetzt gerichtlich untersagen, dass sie eben dieses königliche Wappen nutzen. So, das fand ich schon mal sehr schön, dass quasi eine rechtsextreme Partei da so etwas wahrscheinlich stolz vor sich herträgt und sagt, ne, wir wollen hier das Königshaus bitte einbeziehen und so weiter und so fort. Und die wollen das gar nicht. Da sagt nämlich der Daniel Timo Prinz von Sachsen, Herzog zu Sachsen, Mitglied des einst weltberühmten Herrscherhauses Wettin, Nachfahr von August des Starken. Ja. Der sagt oder kündigt rechtliche Schritte an. Es wird hier, und ich zitiere ihn hier, es wird hier eine Nähe zum Königshaus suggeriert, die es nicht gibt. Wir möchten damit nicht in Verbindung gebracht werden. So, das finde ich schon mal eine schöne Geschichte. Das ist sozusagen dumm gelaufen für diese rechtsextreme Partei.
So viel zum ganz quicken Quickie. Aber ich bin dann nochmal hingegangen und habe mir angeguckt, wer war eigentlich dieser letzte König von Sachsen, dieser Friedrich August der Dritte. Mit dem berühmten Satz, mit dem er angeblich abgedankt hat. Aber, ja, der das ist schön, das ist gut, dass du das sagst. Den habe ich nämlich glatt vergessen, bevor ich vielleicht noch mehr über ihn sage. Tatsächlich der berühmte Satz, der hier auch ich habe den Artikel aus dem Spiegel, den er angeblich gesagt hat oder tatsächlich, wie auch immer. Er sagte irgendwie, als er dann 1918 abgetreten ist, sagte er, macht euren Dreck alleine. Und ich weiß nicht, ob das der Satz war, Ines, den du im Kopf hattest. Ja, genau. Aber sehr, sehr schön, finde ich, ist so ein ziemlich passender Satz für so einen Abgang. Ja. Und der hat 1904 den Thron bestiegen und er war ein gern gesehener Schirmherr auf diesen und jenen Veranstaltungen und er war bekannt dafür, dass er hemmungslos sächselte. So, und er war wohl ein sehr volkstümlicher Monarch und es gibt wohl schöne Geschichten über ihn. Und ich möchte, das ist ja nur ein Quickie, das nicht allzu ausführlich machen, aber ich brauche jetzt den Ben Cartwright, weil es gibt tatsächlich eine schöne Geschichte, die der Ben dann jetzt aber gleich vorträgt, weil im Gegensatz zu mir kann der Ben tatsächlich zumindest für meine rheinländischen Ohren ganz passabel sächseln. Der Friedrich August, der ist nämlich dann auch mal bei einem Feldlazarett aufgelaufen, also hat er Soldaten besucht und da dampfte gerade ein großer Küchenkessel voll dunkler Brühe. So, und dann gibt es die Geschichte und dann kann der Ben jetzt mal vortragen, ja, also der König steht da und der Kessel blubbert da vor sich her und dann geht's los mit Löffel her, ne? Okay, das ist natürlich jetzt echt eine harte Nuss, das wäre so schon eine harte Nuss, wenn nicht die Ines in der Leitung wäre, aber mit ihr drin fühle ich mich gleich doppelt doof, weil ich jetzt eigentlich nur versagen kann. Ach, so viel ist es nicht. Ach, das ist bestimmt schon Sprachlevel B1. Okay, du kannst mich aber gerne korrigieren. Löffel her! Ja. Löffel her, verlangt der König. Der begleitende Arzt wollte ihn davon abhalten. Aber Majestät, Friedrich August erwiderte, Löffel hab ich gesagt, das geniegt doch. Also bekam er den Löffel, kostete die Brühe und spuckte gehörig. Pfui Deivel, das schmeckt ja wie Uffwaschwasser. Das schmeckt ja wie Uffwaschwasser. Was soll denn das sein? Rief Friedrich August. Aufwaschwasser, Majestät, antwortete die. Ah, Uffwaschwasser hat er wirklich getrunken. Der König, der Majestät. Ja, super. Also, ich glaube, es wäre einfacher für mich gewesen, wenn es nicht lautschriftlich hier geschrieben wäre, weil das muss man dazu sagen, hier steht es auf sozusagen Fantasiesächsisch und deswegen hatte ich ein paar Probleme, das überhaupt richtig zu lesen. Aber Uffwaschwasser hast du mir ja hervorragend so fliert. Ja, das ist die... Helfe, wo ich kann. Ja. Das ist die Geschichte gewesen mit einem etwas lustigen historischen Background. Ben und ich könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang zu August die Starke, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts regiert hat. Ja gut, der hat sich gut gehen lassen. Also, ne? Muss man ihm lassen. Hat sich gegönnt, ne? Wir waren beruflich einmal im Jahr in Dresden und dann geht man da halt in die Touri, in diese drei Touri-Restaurants, wo immer so ein verkleideter August der Starke rumrennt und auch die Träne der Kose gereicht wird. Und ja, es war lustig, aber das wollen wir mal jetzt begraben und für eine andere Folge uns aufheben. Ines, es war ganz toll. Wir müssen leider zum Ende kommen, weil wir hier schon tierisch überzogen haben, ja, damit du noch in die Sendung kommst und wir dein Bier endlich genießen. Ich weiß es auch sehr zu schätzen und bin stolz, Teil dieser Sendung sein zu können. Ja, super. Gerne wieder, auch mal in Person. Und irgendwann, mindestens zur 100. Folge, machen wir ein großes Treffen, wo so neben einem Wanderpokal auch so ein Mikrofon rumgeht und wo alle Hörerinnen und Hörer am Lagerfeuer bei Hank Frank Schrader dann mal was in so eine Box sprechen dürfen. Also da freue ich mich schon drauf. Bleib uns wohl. Wird legendär. Ja, bleib uns wohl gesonnen. Und ja, bis die Tage sehen wir uns ja bestimmt mal wieder.
bei der Arbeit. Aber no? Bis dahin trinken wir das Bier. Ich muss sagen, also Eibenstocker, es schmeckt mir sehr, sehr gut. Beef, was sagst du? Wie schmeckt es dir? Also ich habe dieses andere probiert? Suicide Blonde quasi getrunken. Das ist sehr lecker. Das ist tatsächlich ein Pale Ale. Jetzt aber nicht so mit einem starken Nachgeschmack im Nachgang, sondern aber sehr angenehm. Ja. Also top. Das freut mich. Also bitte richte unser Kompliment aus. Sag aber nicht, dass wir quasi alles saufen in diesem Podcast. Sag, wir haben richtig Ahnung. Aber mit unterschiedlicher Begeisterung. Das ist ein Unterschied. Das stimmt. Also, genau, eben. Also eben. Ihr würdet ja sagen, wenn es nicht so wäre. Und hat auch eine richtig schöne Schaumkrone. Das geht so fast ein bisschen, das trinke ich ja aus einem Leffe-Glas, Leffe Blanc, geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, wie so ein Leff. Also vielen Dank nochmal. Schönen Nachmittag, schönen Abend nach Köln. Und danke gleichfalls. Ja. Viele Grüße, noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Bis bald. Wir sind jetzt alle raus, Ines. Mach's gut, Ines. Jo. Bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao.